Hola, Señoras y Señores, y bienvenido. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Schneckenschiss TV. Mein Name ist Josie. Und mein Name ist Dennis. Hallo, Dennis. Hallo, Josie. Willkommen zurück. Heute spielen wir Days Gone weiter. Ja, mit unserem Part 2. Gestern war unsere Part 1. Unser Part 1, sorry. Wir sind ja mitten im Game. Ja. Und mal sehen, wie es weitergeht. Genau. Gestern hatten wir ein paar Problemchen. Ach Quatsch. Ja, doch, hatten wir. Du hattest Probleme. Ich hatte keine Probleme. Ja, klar, hattest du Probleme. Nein. Hast du gesehen, wie geil ich gespielt habe? Lass mich ausreden. Ja, genau. Richtig. Und alle anderen haben es natürlich auch gesehen. Und ja. Was kann man dazu sagen? Du hattest eindeutig diesen Berg, der im Hintergrund war, eindeutig vor deinem Kopf. Kein Meter. Doch, natürlich. Jeder hat dieses Schloss, sogar ich, hat dieses Schloss an dieser doofen Leiter gesehen, ne? Was du laberst, Alter, und dann hättest du es ja auch gespielt. Und du hast es überhaupt nicht gesehen. Aha, doch. Ne. Und du bist die ganze Zeit daran vorbeigelaufen. Ich hab doch zu dir gesagt, Junge. Ja, genau das war's nämlich. Du bist selber vorbeigelaufen. Nein. So. Nicht. Wir sind im Spiel. Bringen das Messer zu Eddie. Mhm. So. Spike, bin ich eigentlich vollgetankt? Ja. Ich hatte es gestern voll getankt, als ich da ankam und du sagtest, steig ab, du bist angegriffen. Hast du es auch voll getankt? Eddie, ja. Ich hab das Messer, das du wolltest. Danke, Nick. Du ahnst ja nicht, wie dringend wir das brauchen. Kein Problem. Oh. Lass uns helfen. So macht man das. Ja, das machen wir irgendwann mal. Ich finde, der fährt ein bisschen langsam, der könnte ein bisschen schneller fahren. Vielleicht hat er zu viel gegessen. Meinst du, der macht mich nach? Kann sein. Ja, dank mal. Du willst mich doch ehrlich veräppeln, oder? Warum denn? Warum denn nicht? Oh. Du bist so scheiße dämlich. Ich bin kein Meter dämlich, ich muss einfach mal tanken. Guck, pass mal auf. Und, wie viel Prozent haben wir? Ja, schön. Oh. Schön, ich glaube, da hättest du auch, ja, du weißt schon, was ich meine, reinpinkeln können, ne? Das wäre derselbe Effekt gewesen. Dann hätten wir aber ein Turbo gehabt, wenn ich reingepisst hätte. Oh Gott, okay. Bring dir das Messer zurück und dabei weniger Scheiße. Mach ich doch gerade. Mhm. Oh. Da, deine Mutter ruft, hast gehört? Ja, ich höre sie. Die läuft ganz schön oft darum. Kümmere mich später um sie. Jetzt muss ich erstmal das Messer zu Eddie bringen. Ja, mach mal. So. Ja. Schneller, schneller. Wow. Oh mein Gott, okay. Du darfst niemals auf ein Motorrad steigen. Du würdest dich nur selbst in Gefahr bringen. Ja, ich kann auch kein Motorrad fahren. Ja. Das muss auch gelernt sein. Ich reite lieber Esel. Mit Sattel oder ohne? Ohne Sattel. Ohne? Ja, normal. Warum? Schön, natürlich. Oh. Hier ist das Messer, das du haben wolltest. Vielen Dank, wirklich. Ja, kein Problem. Mhm. Wir sind doch gerne nett. Ja. Wir helfen, wo wir können. Ja. So, Mission ist abgeschlossen. Mhm. Wir haben jetzt mal ein Messer vorbeigebracht. Es gibt ja so wenige. Klar. Verdienter Lebensunterhalt. So. Oh, guck mal. Schon wieder wird unsere Hilfe gebraucht. Ich brauche deine Hilfe. Mhm. Nehmen wir unsere Hilfe brauchen. Haben wir eigentlich irgendwas klar gemacht? Nein, haben wir nicht. Nein, nicht viele, aber mach halt. Nee, sonst zu wenig, das lohnt sich nicht. Steig ich aufs Fahrrad. Junge, das ist kein Fahrrad. Was ist denn das sonst? Das ist ein Bike. So. Ein Motorrad. Mhm. Wow, krass, hast du gesehen? Nein. Guck mal, voll unkaputt bei. Stumpf Marvel oder so. Außergewöhnliche Kräfte, Fähigkeiten. Was macht denn der da schon wieder? Ey. Bin ich wieder zu dumm zum Fahren, oder? Ja, bist du. Guck doch mal, folg doch mal der gelben Linie. Es ist so schwer. Ja. Siehst du doch.
Och, du Kacke, ey. Und der? Oh, der auch. Ey. So. Also entweder bin ich knallhart behindert oder. Ja, also die Leute, die zugucken, die wissen schon langsam, dass du ein bisschen doof bist. Einfach, weil du dieses doofe Schloss gestern schon übersehen hast und jetzt sogar zu blöd bist, um mal da richtig anständig rauszufahren, ohne ständig gegen irgendjemanden zu dotzen. Hä? Folge der gelben Linie. Mach ich doch die ganze weißt Zeit. Weißt du, was gelb ist oder bist du farbenblind? Boah, so. Mein Gott. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Da, deine Mutter schon wieder, die ruft. Ja, ich weiß es. So, und da noch. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, du hast den Sinn der gelben Linie verstanden und die Meter, die, boah, die immer weniger werden. So, jump. Du weißt, du musst das Lenkrad gerne ein bisschen quer halten, damit du weniger Schaden, das, ja, weniger Schaden nimmst. Ich kann es vielleicht auch reparieren. Oh ja. So. Oh nein. Oh mein Gott, du bist der schlechteste Fahrer auf der ganzen Welt. Das war knapp. Da schon wieder. Ja. Ja, warum gehst du denn aber auch nicht hin, wenn sie dich ruft? Ja, ich habe jetzt keine Zeit für sie. Bist du taub? Ja. Warum jetzt eigentlich hin? Oh. Siehst du doch. Oh, Sternenhimmel. Ist echt cool. Ja. Oh. Okay. Ist jetzt wieder Tag? Ja, so ganz. Ja. Ups. Wie durch Zauberhand, als wäre Harry Potter da gewesen. Ja, wutschen und wedeln. Du hast die Bewegung schon richtig gemacht. Ich kenne mich da nicht so aus mit Harry Potter. Nicht? Nein. Mhm. Nein. Ich kenne nur den Superstab. Okay, da bin ich. Oh nee. Das nennt man den Elderstab, du Schmuck. Bitte schleich dich nie wieder so. Weißt du was wegen Sarah, der Frau aus deinem Haley damals? Nichts. Nichts? Hey, warte. Das braucht etwas Zeit, okay? Ich riskiere mein Leben, wenn es jemand rausfinden sollte. Die Kerle mit ihr den Schnappen. Ihr spielt im selben Team, O'Brien. Hör zu, das sieht nur so aus. Hör mal, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Aber ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Nein. Ein Wellenlängenrekorder und ein paar GPS-Sender. Du musst nur. Bleibt keine Zeit, hör zu. Scheiße, ich weiß nicht mal deinen Namen. Deacon Sancho. Gut, hör zu, Deacon Sancho. Wenn ich mein Leben riskiere, damit du dein Mädchen findest, Sarah, dann musst du auch was für mich tun. Okay. Achte auf das Funkgerät. Ich melde mich gleich. Okidoki. Du kennst nicht mal meinen Namen. Du wirst ihn schon noch kennen, wenn wir fertig sind, O'Brien. Ich kenne deinen Namen, Dickens John. Ich hatte es die ganze Zeit bei mir, du Dreckskerl. Heilige Mutter Gottes, wie lange muss ich jetzt wieder warten? Eine Weile. Hallo? Hörst du mich, Deacon? Ja, ich höre dich. Was soll der Scheiß hier? Was willst du? Ich habe diesen Kanal für andere blockiert. Er ist sicher. Was willst du? Ich habe dir über Funk ein paar Koordinaten geschickt. Du musst diese Orte aufsuchen und... Was? Wieso? Hör mir einfach zu. Vor Ort befinden sich mehrere Nero-Arbeitsgruppen. Ich muss wissen, was sie vorhaben. Dann frag sie doch einfach. Ich kann nicht. Hör zu, das ist eine lange Geschichte. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Sagen wir es mal so. Leute, die weit über mir stehen, führen hier alle ihre eigenen Feldmissionen durch. Niemand weiß, was die jeweils anderen tun. Die Welt geht unter so? Und ihr Scheißkerle tut so, als wäre nichts passiert. Wohin? Ich schicke dir die Koordinaten. Verdammt, Brian, okay. Ich sehe mal, was ich tun kann. Versuch, so viele wie möglich zu erreichen. Da gibt's aktive LZ, Landeplätze, geprüfte Ausstiegsstellen. Ja, verstanden. Aber dafür bist du mir was schuldig, O'Brien. Ja, ich hab's schon. Ich melde mich. O'Brien, Ende. Da stand einen Moment. Ja, irgendwie. So. Kann ich vielleicht mein Bike noch reparieren? Oder muss ich es vielleicht reparieren? Tja, wenn du Glück hast, musst du es nicht. Tja.
Guck mal, Top-Fahrer bin ich. So. Na toll. Da, Drift King, ey. Oh mein Gott. Drifter, hast du O'Brien, ja, ich höre dich. Was willst du? Einer unserer Helis ist in deine Richtung unterwegs. Oh nein. Du musst ihm folgen. Oh, ja, genau. Ihm folgen, warum? Genau. Mach schon. Verlier ihn nicht. Ja, ist ja gut, okay. Mach ja. Mach doch nicht was so. Was geht eigentlich ab, O'Brien? Warum bin ich hier draußen und jage einen Hubschrauber für dich? Oh nein. Ihr Zielort ist geheim. Ich komme an die Daten nicht dran. Die genauen Koordinaten habe ich leider nicht. Guter Fahrer. Du musst ihn folgen. Ist jetzt auch nicht so einfach. Mann, habt ihr Leute denn keine Spionagesatelliten oder sowas? Zumindest habe ich keinen Zugriff. Ich sagte doch. Du kommst nicht ran. Ja, schon klar. Verlier sie nicht. Ja. Ich weiß es. Gut, ey. Oh mein Gott. Es wird nur noch eine Peitsche auspacken. Verlier ihn nicht. Upsch. So, schau mal hier hoch. Ja, wäre ganz klug. Ja. Los, ja. Jetzt. Nein, nein, nein. Der Vorsprung darf nicht zu groß werden. Ja. Langsamer. Oh, oh. Oh, Brian, sie landen. Oh, scheiße. Gut, dank dir habe ich jetzt ihre Koordinaten. Ja. Oh, fang ich doch gut gemacht. Zu Fuß weiter. Was, zu Fuß? Fuß? Und denk dran, sie dürfen dich nicht sehen. Oh nein, da bin ich mega schlecht drin. Boah, nö, ey. Sie dürfen mich nicht sehen, also habt Geduld. Ja. Ich hab keine. Ja. Oh, scheiße. Ja, ja. Okay. Hier jetzt mal nicht sehen. Was soll ich jetzt machen? Herrlich. Jede Forschungseinheit hat einen Wissenschaftler. Von ein paar Gorillas bewacht wird. Du musst an den Wissenschaftler rankommen. Der Rekorder steht auf dem Kanal, den wir zur Datenaufzeichnung nutzen. Er wird alles aufzeichnen, was sie tun. Okay, ich soll mich also in die LZ schleichen, in der es von schwer gepanzerten, schießwütigen Soldaten nur so wimmelt, damit du so einen Rechenschieber-Typen ausspionieren kannst? Rechenschieber? Dein Ernst? Ich habe einen verdammten Doktortitel. Ach ja? Wald- und Wiesendoktor vielleicht. Hast du die Sender noch, die ich dir gegeben habe? Oh, ich wollte sie verkaufen, aber die meisten von uns haben keinen Zugang zu beschissenen Satelliten. Platziere einen davon im Heli. Bei fast allen Missionen gibt es geheime Orte, die nirgendwo auftauchen. Ich will wissen, wohin sie als nächstes gehen. O'Brien. Du musst nicht fragen. Ich durchforste bereits unsere Akten nach Hinweisen auf Evakuierungen. O'Brien Ende. Gegen Ende. Das hier muss es sein. Was zum Teufel macht ihr hier draußen? So. Da ist doch schon so ein Typ. Ja. Du hast mit Gelb heute, oder? Irgendwie. Ich hab's mit Gelb. Ja, der Typ ist der Typ. Er ist gelb. Ja, und? Ich muss doch an dem vorbei. Ja. Ja, wie soll ich das schon wieder machen? Weil du gerade so feststellend gesagt hast, das ist der Typ. Ja, ist er. Ja. Oh. Schon verstanden. Schnell, schnell, schnell. Genau. So. Ah, da der da wegläuft, könnte es sein. Dass du nach vorne kannst. Nach links, back da. Guck dich mal um. Ja, danke. Okay, da ist der nächste Vogel. Oh. Stopp! Scheiße. Das Gebiet steht unter Quarantäne. Okay, ich gehe ja schon. Oh mein Gott. Ja, ich hab doch gesagt, da braucht man ein bisschen Geduld. Ich bin im Verstecken nicht so gut. Ja, du gehst immer sehr offen mit allem um, besonders mit deiner Dummheit. Tch, dein Maul. Ja. Ach, was soll ich jetzt machen? Ich bin halt einfach ein bisschen zu dick, dann sieht man mich zu schnell. So. Okay, ich soll mich also in die LZ schleichen, in der es von schwer gepanzerten, schießwütigen Soldaten nur so wimmelt, damit du so einen Rechenschieber-Typen ausspionieren kannst? Rechenschieber? Dein Ernst? Ich will von dort schon. Aber wohin? Ach ja, Wald- und Wiesendoktor vielleicht. Hast du die Sender noch, die ich dir gegeben habe? Oh, ich wollte sie verkaufen, aber die meisten von uns haben keinen Zugang zu beschissenen Satelliten. Platziere einen davon am Heli. Bei fast allen Missionen gibt es geheime Orte, die nirgendwo auftauchen. Ich will wissen, wohin sie als nächstes gehen. O'Brien. Du musst nicht fragen. Ich durchforste bereits unsere Akten nach Hinweisen auf Evakuierungen.
Ich sag das nicht. Oh, ja klar doch. So. Nice. Ich bin mal gespannt, wie oft wir die Szene jetzt spielen. Ja. Ist halt ein bisschen dämlich. Guck mal, jetzt hat er uns schon automatisch. Ja, perfekt. Weil schon nach vorne gebrochen wird. Aber ich hab's auch geschafft. Ja, oh. Ja. Ich hab es also, ja geschafft. Das Spiel hat schon erkannt, okay. Der ist gut. Der ist dumm, ja. Der ist gut. Der ist dumm. Deswegen lassen wir noch ein bisschen weiterkommen. Ach so, ja. Natürlich mal. Ich würde sagen, versuch du mal dein Glück. Ich? Ja, du. Oh Gott. Warum? Du hast doch mehr Geduld für so... Ich hab mehr Geduld. Für sowas. Wer sagtest du nochmal, sind die Gelben? Die Bösen. Oh. Oh, oh. Upsi. Die Bösen? Irgendwie... Ich bin schon gerade verwirrt, wo du hin musst, glaub. Ja. Ich hab natürlich O'Brien gar nicht wirklich zugehört. Und du? Nö, aber wenn wir eine Meta-Angabe hätten, wäre mal ganz nice. Drück mal auf Knöpfchen in der Mitte. Mitte? Nein. Was? Knöpfchen. Neo-Forscher noch. Ja, welchen? Ach komm schon, Junge. Lauf mal dahin. Hey, Fifi. Hä? Aus welchem Spiel war das nochmal? Mafia 3. Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Mafia 3. Ja, Freunde. Ja, vielleicht solltest du auch mal irgendwo hinbewegen, dass du überhaupt was wissen. Stehst da mit einem Bursch und machst nichts. Jetzt sei doch mal still. Ich bin still. Lass mich doch mal in Frieden. Da drüben. Wir sind autorisiert, sofort zu schießen. Siehst du, weil du mir auf die Nerven gehst. Ja. Erwischt von Nemo. Hast gesehen. Ja. War der orange? Da hieß Nero, nicht Nemo. Hä? Nein. Guck mal, wenn wir zu doof sind. Du kannst diese Sequenz mitbringen. Ey Junge, lauf mal dahin. Oh, ich hab was gehört. Ein Flo hat gehustet. Musst du mal irgendwie hinters Haus kommen oder so. Ja, ich lauf doch schon. Da ist der nächste Chabo. Gott, jetzt da kommt zu dir, ey. Oh, fick dich. Ja. Entschuldigung. Wir öffnen das Feuer. Wir könnten doch Freunde sein, oder nicht? Ey. Ich hasse diese Dinger, ne? Ja, schaff das auch. Ich mag das nicht. Irgendwie. Ständig da anschleichen, dass man nicht gesehen wird. Was soll denn das? Ja. Anschleichen und abmurksen, das wird geil. Ja, gut. So von hinten flatsch in den Hals rein, ey. Ja, aber das. Nö. Ding der Unmöglichkeit, ey. Ja, das geht ja nicht. Ja, I know. Der hier, erstes Mal der. So. Und dann noch mehr gehört. Und du, Fifi, läufst hier hin. Der läuft da lang, der läuft da lang. Lauf. Ock van Dyk, Freunde. Du musst doch mal rennen, irgendwo wegrennen, die sehen dich doch gleich wieder. Ich lauf doch. Ja, du läufst wie so eine Ente, ey. Oh. Hast du ins Haus vielleicht? Weiß ich nicht. Oh, schön. Es wird dunkel. So dunkel die Nacht. Da hieß es. Nein! Okay, okay. Wo kamst du jetzt her? Ich stehe ja schon. Oh, guck mal deine. Oh. Puh. Okay. Dann. Oh Mann, ey. Ich krieg einen Anfall so langsam. Wisst ihr? Ihr fuckt mich so ab. Ich hab was gehört.
Verdammt noch eins, ehrlich. Wo kommst du? Hallo. Junge. Guck mal hier. Steckchen. Also eigentlich könnt ihr hier vorspulen. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ja, kann schon sein, aber gut, dass wir beide haben, ne? So. So irgendwie so. Lauf, Bruder! Oh. Okay, also. Der Chabo, der hängt hier. Oh, verdammt nochmal! Eben war der doch noch gar nicht dort, oder? Oh, ich krieg Bluthochdruck. Ehrlich jetzt. Ich hab schon längst welchen. Weil du so fett bist und durch deine Adern fließt Schmalz. Ach, deine Mutter ist fett, ey. Ist so. Hier, hol. Klappe, ey. Mann, also langsam. Krieg Stirnpfiff. Echt. Hol. Hätte es noch weh gehört. Vielleicht musst du doch woanders langlaufen, wer weiß. Nee, ich glaub nicht. Also. Ein Drifter, der sieht dich schon wieder fast. Ein Drifter? Ja, du bist der Drifter. Ah. Ja. Oh, oh. Oh Mann, ey, ich hab jetzt echt keinen Bock mehr, ne? Ich geh ja schon. Ich denke, der Weg war schon gar nicht so verkehrt. Ich hasse. Hier ist ein Anfall. Pioniere den Nero-Forschern nach. Bööö. Echt, ey. Ich glaube nicht, dass du da lang musst. Also, es ist schon. Den musst du. Ja, der kommt jetzt genau auf dich zu. Ja, siehst du, das ist das Ding. Ja, und am Arsch. Bleib bloß, wo du bist. Oh, oh my gosh. Ich hab was gehört. Ja, mach. Ah ja, so. Aber du musst den linken auf jeden Fall. Wo, ja, genau. Du hast immer was zu meckern, wie die sich untereinander beschweren. Woher kommt der? Ey, ganz im Ernst, langsam nervt's. Macht echt keinen Spaß. Ja, vielleicht sollte man mal eine kurze Pipi-Pause machen. Ich habe ziemlich viel Tee getrunken. Ja, machen wir mal kurz einen Break. Ja, gleich wieder zurück mit dem nächsten Teil.